finde ich absolut unfair den Leuten gegenüber, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken, dass BSG das als Lösung jetzt an den Haaren herbeizieht. Ja, dann wollen wir mal Richtung Dorf marschieren. Regnet schon wieder und ja, ich balsamiere mir erstmal den Popo ein mit Vaseline und dann geht's auf Richtung Dorf. Und bis wir dort sind, ja, würde ich halt gern mal das Thema der Bitcoins mal besprechen. Oder mal meine Gedanken dazu äußern, wie ich das so sehe. Ist ja momentan scheinbar ein Problem für BSG, für mich eigentlich eher weniger. Was mir etwas sauer aufgestoßen hat, war der sogenannte, ich möchte es mal Hotfix nennen, den BSG dort jetzt implementiert hat, und zwar bezüglich der Dauer der Bitcoins, bis sie fertig erstellt sind sozusagen, und überhaupt der Voraussetzungen für die ganze Sache. Zum Beispiel die Bitcoin-Farm auf Stufe 3 zu bringen, war ja die Solarstation notwendig. Hat mich 50.000 Euro gekostet. Vorher hat das Ganze plus 25.000 Euro gekostet und mittlerweile soll es sogar schon ganze 75.000 Euro sein. Plus zusätzliche Teile, die du brauchst, wie das ESA oder die Militärkabel und sowas, glaube ich, waren da noch vonnöten. Da frage ich mich, wer sich das leisten können soll. Also ich konnte es mir leisten sozusagen, das war nicht das Problem, aber es ist für jeden Anfänger halt einfach mal unerschwinglich. Natürlich bringen die Bitcoins jetzt eine gewisse Inflation mit ins Spiel, das möchte ich ja gar nicht leugnen, aber generell sehe ich hier ein großes Problem für Leute, die halt noch nicht so sattelfest sind in dem Spiel und denen die Bitcoin-Farm echt mal einfach eine zusätzliche kleine Einnahmequelle gewesen wäre. Und gerade den Leuten, die nicht so häufig spielen können, zwecks Arbeit, Familie, weiß der Teufel, Kind und Kegel, gerade die Leute, die wenig spielen, werden hier in meinen Augen wieder bestraft. Diejenigen, die Profis, die eh schon ewig zocken das Spiel und auch von mir aus den ganzen Tag Zeit haben, das Spiel zu zocken, die hatten das Hideout komplett nach einem Monat, wenn es überhaupt so lange gedauert hat, nach einem Monat komplett ausgebaut, 50 Grafikkarten in der Bitcoin-Farm und konnten die Ernte von 3 Bitcoins am Tag einfahren. So, und allen anderen, die nicht so schnell waren, weil sie es nicht können, weil ihnen einfach die Zeit dazu fehlt, denen wird jetzt von BSG nochmal richtig in den Arsch getreten. Ihr müsst euch einfach mal die Kosten überlegen. Ich glaube, das ESA kostet über 2 Millionen. Dann 75.000 Euro, rechnet das mal um, ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich kann mich jetzt auch schwer konzentrieren, das durchzurechnen. Okay, ich meine, das ist für Stufe 3 Bitcoin-Farm, ja, das darfst du auch nicht vergessen, aber allein schon, was war es denn in der letzten Season, sage ich mal, hat es
hatten 21 oder 22 Grafikkarten gereicht, um 2 Bitcoins am Tag zu farmen. War jetzt in der neuen Season angehoben worden auf 24 Grafikkarten. Irgendwann haben selbst meine 25 Grafikkarten nicht mehr gereicht. Dann war ich bei 12 Stunden 50, glaube ich. Ich habe nicht direkt geguckt, als das Bitcoin fertig war. Das waren, glaube ich, als ich es gesehen hatte, waren dann nur noch, hatte mich bloß gewundert. Statt 11 Stunden 35 oder 40 waren es plötzlich 12 Stunden 45. Also hat man da auch schon wieder genervt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte zum Glück schon alles so vorbereitet für das Upgrade auf Stufe 3 und so. Und Grafikkarten hatte ich nochmal 10 Stück gekauft. Aber wie soll das jemand schaffen wie der Beutel, ja? mit dem ich aber so spiele und der eigentlich ja praktisch ums nackte Überleben kämpft in Tarkov. Der das Spiel erstmal auch verinnerlichen muss und der praktisch jetzt eigentlich richtig gefickt ist, auf gut Deutsch gesagt. Ja, kann es halt nicht so oft spielen, weil er halt auch noch was anderes zu tun hat. Und selbst ich spiele es ja nicht so oft. Ich spiele es 2-3 Stunden am Tag, manchmal gar nicht, dafür am Wochenende ein bisschen länger. Aber ich habe halt jetzt nicht so die finanziellen Probleme wie er und ich kenne es ja auch schon jetzt fast ein Jahr. Aber für Anfänger ist das richtig Sackgang. Finde ich absolut unfair den Leuten gegenüber, die nicht so viel Zeit haben zum Zocken. Dass BSG das als Lösung jetzt an den Haaren herbeizieht. Solche Änderungen gehören meiner Meinung nach in den nächsten Vibe. Weil wie gesagt, hier haben jetzt wieder mal die Leute profitiert, die eh schon den ganzen Tag zocken können und eh schon nur davon profitieren, dass sie halt so viel zocken können. Alle anderen werden in den Arsch getreten. Das finde ich riesengroße Scheiße. Ja, wo wir gerade beim Meckern sind, sind auch wieder Stimmen, die laut werden in der Community. Oh, da werden auch Stimmen laut. Wenn er unbedingt so laut ruft, dann können wir ja mal ein Auge riskieren. Jedenfalls, Alter. Jedenfalls kommt ein Herr Clean auf die Idee, dass ihm das Spiel zu einfach ist. Es sollte gefälligst schwerer werden. Auch wieder jemand, das den ganzen Tag zocken kann und auch schon seit ein paar Jahren zockt. Ist auch wieder so ein absolut egoistischer Gedanke. Ein weiterer Gedanke ist, dass man sich wünscht, den Secure-Container abzuschaffen. Ist immer das Gleiche. Kaum ist man da, ist Ruhe im Karton. Gut, ich sag mal so, mit dem Secure-Container mittlerweile wäre ich vielleicht auch so weit, dass es vielleicht nicht mehr so schmerzen würde, wenn er nicht mehr da wäre. Aber es gibt halt Situationen, dann ist man froh, dass man hat, dass man das Ding hat. Und abgesehen davon, finde ich es halt wieder ungerecht den Leuten gegenüber, die gerade jetzt erst mit Tarkov anfangen, dass die Leute, die diese Gedanken äußern, halt in die ganzen Vorzüge genossen hatten, wie den Sicherheitscontainer, und jetzt den anderen Leuten nicht mal das bisschen Brot, Butter auf dem Brot gönnen, was sie selber gern in Anspruch genommen hatten. Oh, was ist das? Oh, Baumwurzel. Hat sich angehört wie ein Stash oder so. Ja, das sind halt so Sachen, die mir ein bisschen sauer aufstoßen. Ich fand eigentlich die Tarkov-Community eigentlich mit so die beste, so von der Sache her, von allem, was ich... Oh, hallo. Da ist er ja doch noch. Okay. Wenn man sich andere Communities anguckt, wie
die COD-Community oder League of Legends-Community, dem, da kann man da überhaupt noch von Community reden. Aber jetzt solche Gedanken da von den Spielern zu äußern hier und finde ich absolut daneben. Bloß weil sie es ankotzt, dass jemand mal als Hatchling in den Raid reingeht, ja, und ihnen doch den ach so guten Loot klauen können. Ich meine, Leute wie Landmark mit 300 Millionen Barren auf dem Stash, also nur das Geld, 300 Millionen Rubel, ganz zu schweigen von dem anderen Krempel, den er noch am Stash hat, die Waffen, die Body Armors und so weiter. Das sind Werte. Ich weiß jetzt nicht, ob er dazu was gesagt hat, möchte ich jetzt auch nicht ihm unterstellen, jedenfalls mal so als Vergleich. Und dann guckst du bei dir und denkst dir, Alter. Und dann haben die Leute diesen Wunsch, weil die Hatchlinge sie ankotzen. Soll doch jeder so spielen, wie er möchte. Wenn jemand der Meinung ist, er muss als Hatchling reinrennen, dann soll er das machen. Ich habe es am Anfang auch mal gemacht. Gerade beim Questen. Schnell als Hatchling rein. Hat sich nicht gelohnt. Mache ich auch eigentlich ganz, ganz selten noch, dass ich als Hatchling irgendwo eine Quest mache. Aber das muss jeder selber wissen. Da werde ich nie, auch nur im Ansatz, mich drüber aufregen. Aber es ist halt eben die Gier, man könnte als Hatchling wahrscheinlich nur mal eine Roller oder so mit rausschleppen und dann knallt man den Hatchling ab und kann diese scheiß Roller nicht looten von dem Typen. Das ist richtig ärgerlich. Dann gehen schon mal wieder 700.000, 800.000 durch die Lappen. Für sowas habe ich kein Verständnis, echt. Da kommt mir die Galle hoch bei solchen Äußerungen. Und ja, was man vielleicht mal machen könnte, Herr Meier meinte, dass es wohl mal so ein Event gab. Da war der Sicherheitscontainer gesperrt für ein paar Tage. Ich weiß nicht, so 10 Tage oder so war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und das kann man mal machen. Das kann für ein Event oder so einfach mal just for fun kann man das mal machen. Und bringt bestimmt auch mal ein bisschen Spaß und Abwechslung mit rein. Aber komplett das Ding rauszunehmen und anderen Leuten sozusagen die Butter auf dem Brot nicht zu gönnen, finde ich absolut daneben. So, theoretisch könnten jetzt auch schon welche von Richtung Dorf langsamer hier eintrudeln. Höchstens, sie sind oben am Sniperberg vorbeigerannt Richtung Sägemühle nochmal, um vielleicht da nochmal zu gucken. Ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, dass hier jemand jetzt noch um die Zeit vorbeikommt. Aber Sicherheit ist die Mutter der Porzellankiste, also. Hallo? Kommt doch tatsächlich noch einer aus der Richtung. Da vorne. Oh, es sind zwei. Lauf. Ich habe zwei Gewehre gehört. Hab also keinen mit meiner Granate in 1000 Stücke zerrissen. Das ist ja wieder typisch. Schmeißt jemand eine Granate nach mir, trifft die immer. Aber sobald ich eine in die Pampa feuere, ist Schicht im Schacht. Ja,
Die Situation gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Weil mir schlicht und einfach die Erfahrung fehlt, jetzt mit solchen Situationen umzugehen. Ich weiß nicht, ob die Typen noch dort sitzen. Offensichtlich machen sie keine Jagd nach mir. Kann man davon ausgehen, dass sie jetzt nicht solche Pros sind? Aber wissen tut man es halt nicht. Ja, es ist halt. Ich muss schon ehrlich zugeben, dass wir mir jetzt ein bisschen der Bolzen hinten guckt, weil ich das gerade momentan nicht einschätzen kann, die Situation. Na gut, es kann sein, dass sie jetzt da hinten an dem Durchgang warten, wo ich gerne durchgehen würde, Richtung Dorf, dass sie mich eventuell dort abfangen wollen würden. Dann könnte man eventuell hier vorne an der Straße durchgehen, aber das wäre auch nicht so weit weg von dem anderen Durchgang. Dann werde ich mal jetzt da hinten über den Hügel laufen und mal rüber gucken, ob ich sie irgendwo sehe. Das ist halt jetzt so die Idee, die ich hätte, die man da man eventuell mal nachgehen könnte. Die einzige Sache, die mir jetzt so einfällt, wie der Feind, wie der Gegner reagieren könnte auf diesen hinterhältigen Angriff meinerseits. So, dann kann man mal ein Auge riskieren. Ja, ich sehe nichts. Dass die ihrerseits auf die Idee gekommen sind, jetzt mich so zu umrunden, zu flankieren, glaube ich eher weniger. Ich bleibe dann einfach mal auf dieser Seite und renne mal Richtung Dorf. Also viel kriege ich ja eh nicht mal in den Rucksack rein. Was soll ich mich da eigentlich jetzt noch der Gefahr aussetzen? Durchs Dorf zu rennen und mich abknallen zu lassen? Ich bin nicht gierig. Das bisschen Loot. Ach du Scheiße, das Auto ist nicht da. Fuck. Ich gar nicht aufgepasst. Bridge Extraction. War das vorhin schon rot markiert? Und das rot markierte, dachte ich doch, bedeutet, dass du halt ohne Timer exfiltrieren kannst. Da liegt auch nichts. Ich weiß überhaupt nicht, ob hier überhaupt noch irgendwas liegen kann. Allzu oft komme ich an der Stelle nicht vorbei, aber jedes Mal, wenn ich daran vorbeikomme, gucke ich und habe bis jetzt, glaube ich, noch nichts gefunden. Es ist. Man weiß es nicht. So, dann rennen wir mal zum Northern UN Roadblock. So, Sicherheit muss sein. In letzter Zeit benutze ich ja Painkiller oder Vaseline halt doch recht häufig, weil es schon oft passiert ist, dass mich jemand
mir jemand ins Bein geschossen hat und ich dann halt nicht mehr weglaufen konnte und mir dann den Rest gegeben hat, das ist dann richtig ärgerlich. Da lieber mal ein bisschen investiert und möglicherweise damit heil aus dem Raid rauskommen. Ich glaube zwar nicht, dass da noch irgendein Stein auf dem anderen steht, also sprich Loot in irgendeiner Kiste liegt. Aber ich habe noch 20 Minuten Zeit. Man könnte mal einen Blick riskieren. Möglicherweise, oder theoretisch, sollte auch niemand mehr hier sein. Aber man hat schon Pferde kotzen sehen. Ja, alles leer, alles leer. Oh. Soll es denn möglich sein? Oh. Es gibt sogar noch etwas Loot. War nicht vom Feinsten, aber immerhin. Man will nicht meckern. Man will nicht undankbar sein. Und auf geht's Richtung Ausgang. Hoffe, dass niemand mich abkämmt. Und ja. Dann sage ich schon mal Tschüssi. Danke fürs Anschauen. Hoffe, ich habe nicht zu doll gemeckert. Aber es musste einfach mal raus. Manches. Oh, nice. Manches muss einfach mal gesagt werden. Gerade wenn es so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist, kann ich mein dummes Maul nicht halten. So. Okay, gut. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bleibt gesund, wir sehen uns.